Deutschland hat am Sonntag gewählt. Die SPD gewann knapp vor der Union die meisten Stimmen für sich. Doch wenn es nach den jungen Menschen gegangen wäre, lägen zwei ganz andere Parteien weit vorne. Die Tagesschau veröffentlichte die Umfrageergebnisse des Wahlforschungsinstituts InfraTest DIMAP. Größte Überraschung der Umfrage? Bei den Erstwählern schnitt die FDP am besten ab. Insgesamt 23% sollen für die Liberalen gestimmt haben. Knapp dahinter folgen die Grünen mit 22%. Auf dem dritten Platz landet bei den jungen Wählern die SPD mit 15%. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 haben FDP und die Grünen vor allem unter jungen Menschen an Beliebtheit gewonnen. Vor allem die zukunftsorientierten Themen wie Klimawandel und Digitalisierung scheinen bei den Erstwählern eine Rolle zu spielen. Sie sahen die Themen vor allem bei der FDP und den Grünen berücksichtigt. Völlig abgeschlagen bei der jungen Wählerschaft ist die Union. Im Vergleich zur letzten Wahl verlor die CDU/CSU unter den 18- bis 24-Jährigen 14 Prozentpunkte an Zustimmung.